Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Mein Name ist Knauk und ich freue mich, dass du dabei bist. Es kam die Theorie auf, dass man für den Meilenstein des Bienchen- und Blümchenparkes die 5000 Quadratmeter in einem zusammenhängenden Stück sein müssten. Soweit, so gut. Allerdings haben wir ja in der letzten Folge hier den Fliederplatz, der wird ja automatisch so benannt, da kann auch random irgendwas stehen. Auf jeden Fall, der Fliederplatz ist ja ein zusammenhängendes Stück, was wir extra angelegt haben für diesen Meilenstein. Und das kann irgendwie dann nicht sein. Oder beziehungsweise, ich habe da irgendwie einen Fehler gemacht. Weil, du siehst, hier habe ich ein relativ großes Stück hingezaubert. Und Verschwörung City war ja vorher. Und ich glaube eher, das hängt mit bebauten Wohngebieten zusammen. Das heißt, wenn die da gebaut haben, ist aber nur eine Theorie. Wie gesagt, du kannst natürlich auch recht haben. Nur dann, weil Selbstversorgung eine Gebäude spezial gebaut. Ja, gebaut. Ich denke mal wirklich, dass das damit zusammenhängt, dass hier noch nichts gebaut wurde. Ja, aber da wird erst was gebaut, wenn wir jetzt unser, ja, ich sag mal, Gigant City noch ein bisschen erweitern, weil es ist zu klein. Ist einfach zu klein. Und deswegen würde ich sagen, reißen wir das hier jetzt erstmal nieder. Immer wieder. Und dann nehmen wir diese Straße und ziehen die jetzt bis hier. Ja, müsste passen. So. Und dann lassen wir die hier entlang laufen. Ah, können wir die noch ein bisschen näher dran ziehen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das... Oh ne, keine Brücke, keine Brücke. Ja, sehr schön. Ja, perfekt. Perfekt. Sensationell. Okay, das können wir. Wenn wir nichts können, aber das, die Natur zerstört. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin und bauen hier eine Kur... Oh. Das sieht gut aus. So, und da haben wir auf jeden Fall jetzt genügend Fläche zum Erweitern. Warum haben wir hier keinen Strom? Ach ja, stimmt. Passt ja, stimmt ja, weil wir haben da ja das Krematorium abgerissen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie gehen wir jetzt vor? Wie gehen wir da jetzt vor? Also das können wir auf jeden Fall noch machen. Da arbeiten wir dann auch mit einer Kurve. Was soll's. So. Stufe 5. Achterbahn und Riesenrad. Okay, da gehen wir jetzt zuerst hin. Ich war jetzt gerade so ein bisschen erschrocken. Wir mussten genau den hier abreißen. Und jetzt können wir endlich unsere Achterbahn aufbauen, wo wir ja schon lange drauf hingefiebert hatten. Achterbahn und Riesenrad. Oh, die Achterbahn ist aber echt groß, ne? Das Fly. Würde ich sagen, setzen wir die hier hin. Oder sollen wir die hier hinsetzen? So. Würde ich sagen, ne? Allerdings. Nee. Die müssen wir hier hinsetzen. Weil. Sonst kommen wir zu nah an die Straße. Das ist natürlich blöd. So, jetzt gucken wir mal. Wir setzen hier auf jeden Fall jetzt erstmal so einen Weg hin. Achso, ich wollte kurz anmerken, wir haben wieder 3 Millionen. Läuft. So. Und ne, jetzt haben wir auf jeden Fall da schon mal einen Weg. Das heißt, dann kann ich mich daran orientieren, wie weit ich den ziehe. So. Dann nehmen wir das hier. Genau. So. Das hier reißen wir wieder ab. Brauchen wir. So. Achterbahn ist platziert. Eine wunderschöne Achterbahn. Ah, pure Eleganz. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber passt irgendwie zum Gesamtkonzept, ne? Ja. So, Riesenrad brauchen wir noch. Riesenrad. Das Riesenrad. Das würde ich gern hier hinsetzen, tatsächlich. Oder so. Hm. Weil da hinten würde das untergehen. Finde ich zumindest. Oder? Wenn wir das jetzt hier hinsetzen? Warte mal, wir können das ja da hinsetzen. Wir können das ja immer wieder umziehen lassen, ne? So, machen wir hier hin.
Obwohl. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, was kostet denn so ein Umzug? Ach, 2400. Ist ja nix. So. Mal das jetzt hier hinsetzen. Sieht das besser aus, ne? Weil da hinten zwei hohe Dinger sind. Einmal der Freefall Tower und einmal von der Achterbahn. Würde nämlich untergehen da hinten. Und das hier auch noch. Deswegen würde ich das gerne da hinsetzen. Müssen wir nur gucken, ob wir den Weg hier platziert bekommen. Das ist natürlich jetzt die andere Sache, ne? Ja. Nein. Ah. Ja. Genau. Aha. Geht nicht. Ah, okay. Müssen wir ein bisschen anders bauen. Vielleicht so. Guck mal. Können wir jetzt einen Weg setzen? Ja, hier auf jeden Fall. Da auch. Okay. Und wir kommen nicht zu nah an die Straße. Das ist gut. Ja, doch. Ja, Freizeitpark fertig. Krass. Das ist krass. Freizeitpark fertig. Sehr schön. So, jetzt kümmern wir uns um... Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Und zwar haben wir ja schon wieder viele verlassene Gebäude. 84, okay. So, wie machen wir das jetzt hier? Bisschen anders. Genau. Und dann ziehen wir nämlich... Ach, da ist auch noch so eine Kurve. So. Wieso ankerst du dich dann nicht an? Okay. Sehr schön. Und diese Straße geht dann hier dran. Ja, besser. Das sah nämlich vorhin so komisch aus und passte irgendwie nicht. Und jetzt passt es auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall da in der Mitte noch eine Straße. Oder wir lassen das grün. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Warte mal, die machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal gerade. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier dran, ne? Achso, ich habe ja da einmal die runtergezogen. Oha! So. Weil den Stein möchte ich schon gerne behalten. Keine Ahnung warum. So. Na, lass mal. Ist ja ein Grün. So. Yep. Und hier müssen wir, ja, hier müssen wir wieder gucken. Wegen dem Stein. Ja, bis da können wir noch gehen. Weil den würde ich schon gerne irgendwie in die Stadt integrieren. Ne? Find ich auf jeden Fall hat der verdient. Der ist ja schon ein paar Jahre jetzt da. So, machen wir hier erstmal. Das ist ein Terraforming. Wow. Dann kommen hier erstmal Bäume drumherum. So. Dann können wir nämlich jetzt schon mal wieder hier Industrie hinsetzen. So. Hier auch. Industrie ist da. Ja gut, hier können wir ja so runtergehen, ne? Da spricht ja eigentlich nichts gegen. Sieht irgendwie besser aus. Erfüllt keinen Sinn und keinen Zweck, aber es sieht irgendwie besser aus. So. Genau, dann könnt ihr hier entlang euch noch bauen. So. Und hier.
Genau, gehen wir da so. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen gucken. Und hier würde ich das so anschließen. Und eventuell hier. Dann können die da nämlich rüberfahren. Ja, aber Wasser brauchen sie auch, ne? Hab ich gehört. Ich erhöre euch. So, Wasser. Warte mal, können wir doch direkt deaktivieren. Geht doch viel schöner und schneller. So. So. Ah, warte, können wir direkt hier hochziehen. So. Und dann gehst du schräg. Dann haben wir da schon mal alles abgedeckt. Du gehst runter. Dann haben wir das schon mal abgedeckt. Das haben wir abgedeckt. Und das. Oh. Das habe ich vergessen. So. 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 Eigentlich müssten wir das jetzt nicht anschließen, aber machen wir. Ne, dann haben wir so einen Kreislauf da. Okay, jetzt gucken wir mal. Das sieht schon mal so gut aus. So weit, so gut. Industrie wird auf jeden Fall nicht mehr gefragt. Jetzt gucken wir mal nach dem Bienchen- und Blümchenpark. Wie haben wir hier? 119. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir hier Bienchen- und Blümchenpark. 2720. Ah, Krematorium. Jo, das müssen wir da. Warte mal, da haben wir noch eins. Brauchen wir hier noch eins? Wahrscheinlich, ne? Oh ja. Aber wo? Weil wenn ich jetzt hier eins hinsetze, kommen die da oben nicht hin. Hier wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder wir machen hier einen Feldweg dran. Dann kommst du weiter, ne? Oder vertue ich mich jetzt gerade? Ja, nicht wirklich, ne? Kam jetzt nicht wirklich weiter. Was brauchen wir? Gewerbegebiet. Wir brauchen Gewerbegebiet, aber ich weiß nicht wo. Weil ich habe eigentlich schon alles verplant. Ah. Oje. Wir machen immer noch 18.000 plus. Wollte ich nur mal kurz anmerken. So. Wie machen wir das hier? Würde ich sagen, so. Und dann um den Stein herum, ne? Wird der Stein abgerissen, wenn ich das jetzt da so baue? Glaub nicht, oder? Oder wird das jetzt abgerissen? Wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. So. Weiß auch nicht, ob die da reinglitschen, ne? Das sieht natürlich dann nachher blöd aus, deswegen. So, Giant City. Müssen wir ein bisschen erweitern, ne? Das hat man nämlich eigentlich noch gar nicht gemacht. Weil Giant City ist ja unerwartet gewachsen. Dann muss das natürlich auch hier die Fläche erweitert werden. So. Keine Handwerker? Nicht genügend Arbeiter. Okay. Ja. Was ist jetzt gerade so eine Zwickmühle, ne? Weil die Häuser würde ich schon gerne abgerissen haben wollen. Wegen hier, ne? 142. Oh, ist natürlich schwierig. Weil ich glaube, dann ziehen auch keine neuen ein, solange die Verlassenen da stehen. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Boah. Ist gerade echt hin und her gerissen. Oh, was hier? Hey, wieso hast du keinen Strom?
Wieso war da kein Strom? Ich frage mal aus Interesse halber. Habe ich den abgerissen? Es könnte sein. Es könnte durchaus möglich sein. Also das Problem ist aber auch, die Leute wollen vielleicht sogar hier in die Stadt einziehen, können es aber nicht, weil alle Straßen verstopft sind. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das ist auch ein verlassenes Gebäude. Eiswürfelfabrik. Ah, hier hatten wir die normale, ne? Die normale Industrie. Stimmt. Wir machen 22.000 plus. Das steigt. Das ist gut. Nachbarschaftsladen. Hat keinen Strom. Ja, das ist aber jetzt aber auch so ein Rattenschwanz, ne? Das sind verlassene Gebäude. Die kann ich nicht abreißen. Wegen dem Observatorium. Das Observatorium, sobald ich das habe, werde ich natürlich alle abreißen. So, solange sind die natürlich leer. Das heißt, dann ziehen auch keine neuen ein. Und wenn keine neuen einziehen, ja, haben die anderen keinen Strom. Beziehungsweise, irgendwann mal wird der Gewinn auch gemindert, ne? Puh. Ist problematisch. Ist echt problematisch. Weißt du was? Ich mache mir mal Gedanken bis zur nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, wie wir da vorgehen. Ob ich die dann alle abreiße oder nicht, das weiß ich noch nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.